Hallo, ich bin Jen, die Besitzerin dieses wunderschönen Bauernhauses und lebe hier schon glücklich seit vielen Jahren. Hallo, ich bin Graf Pink und mit mir nimmt diese Geschichte ein bitterböses Ende. Hallo, ich bin Olaf, der Wassermann, und ich lebe im Wasser. Ich bin Mitglied der Polizist. Hallo, ich bin Metallmann und ich kann wegfliegen. Komm her, bleib stehen. Ha, das wird niemals jemand erfahren. Schönes Wetter heute. Der Fluss ist umlaufen. Lass mal kurz im Wald reinlaufen. Und schön meine Bäume begutachten. Wer ist das nicht, die Grafin? Hm? Hallo, Was war? ich habe damit nichts zu tun. Was macht ihr denn hier? Wir wollten eine Runde spazieren im Wald. Aha, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Und wer ist sie denn hier? Ja, die lag hier so. Okay. Okay. Das ist doch die Hausbesitzerin. Hä, wer bist du? Ich bin Metallmann. Wer war das von euch? Ich habe damit nichts zu tun. Ich war nur Äpfel sammeln. Naja, da laufen aber auch schon zwei Verdächtige mit Waffen in der Hand rum. Das ist ja. Ja, jetzt schnell wegstecken hier, natürlich. Ich bin Polizist. Ich werde keine unschuldigen Menschen töten. Aber wir können ja schon mal ein Grab holen. Müssen wir nicht die Spuren sichern? Nein, wir sollten sie jetzt einfach ganz schnell beerdigen. Ich wäre aber dafür, dass wir noch die Spuren sichern. Ich denke auch, Nee, das wäre besser. sie kann ja nicht so lange hier einfach offen liegen bleiben. Das ist ja, das würde sie sich auch nicht wünschen. Aber so finden wir nicht heraus, wer es war. Wir wissen doch schon ganz genau, wer es war. Die Ach beiden sind mit ja? der Waffe hergelaufen. Ich bin Polizist. Oder vielleicht war es doch unsere Gräfin in Pink. Wie bitte? Den Apfel in der Hand nur zur Tarnung. Ich wollte einen Apfelkuchen backen. Im Wald. Dafür brauche ich Äpfel. Ja, dann haben wir aber immer noch die zwei anderen Verdächtigen. Der Siegfried und Olaf. Warum stellst du denen gar nicht die Frage, warum du kein Verdächtiger bist? Wenn wir Ich gleich alle fliegen, kannst du ja auch einer sein. mache sowas doch nicht. Erst siehst du, ein Polizist macht sowas auch nicht. Ja, dann bleibt nur noch unser Wassermann übrig. Ey, ich bin der Wassermann. Ich würde sowas nie machen. Das Telefon. Okay. Verstehe. Okay.
Ich habe einen dringenden Auftrag, ich muss jetzt ganz schnell los. Oh nein. Dann werden wir niemals erfahren, wie der Mord zustande gekommen ist. Nein! Oh, was sind. Ah, hallo. So, ich bin Karl von der örtlichen Newsstelle hier, von den Nachrichten. Hallo, hallo, wie geht's euch denn? Hallo. Ja, nicht so gut. Hier ist ja was nicht so Schönes passiert. Ja, ja, das habe ich gehört. Ich habe hier den Grafen auf dem Weg getroffen. Der kam zu mir und sagte, ist die Mega-Story. Das ist irgendwie, der wurde irgendwie des Mordes bezichtigt, aber hat eigentlich nur Äpfel gepflückt irgendwie. Was ist denn da los? Was können Sie mir dazu sagen? Hier, was ist denn hier im Wasser? Wer sind Sie denn? Olaf, ich war mit meinem Freund, dem Polizist, im Wald spazieren. Und auf einmal lag da der Eigentümer des Hauses und nebendran die Gräfin. Die Gräfin, ja, das ist ja so verrückt irgendwie. Und der Graf, irgendwie sind das vielleicht sogar die gleiche Person? Was passiert denn da? Merkwürdig, merkwürdig. Okay, und was haben Sie dazu zu sagen? Hier, Herr Maschinen, wie heißen Sie? Mensch, Mann, Herr Maschinenperson? Ja, Metallmann, bitte. Metallmann, okay. Ja, ich war auch eigentlich ganz, ganz normaler Tag. Ich bin hergekommen und dann habe ich mich mit der Hausbesitzerin getroffen, habe sie im Wald dann umgebracht. Ich meine, ich habe mit ihr Äpfel gepflückt und dann bin ich gegangen. Und was? Ich habe nur Äpfel gepflückt. Also, das ich kann ja jetzt getan. Nicht nennen. Also, sofort hier rein mit Ihnen. Nein, irgendwie. Ich war das doch nicht. Nein. Ja, sehr gut. Ich habe nur. Nein. Ein Glück, dass wir gleich einen Schlüssel hatten, Herr Wassermann. Lasst mich so raus. Kann das natürlich nicht angehen. Das war doch nicht mit Absicht. Nicht mit Absicht? Sie hat meine Äpfel geklaut. Sie hat eine Person ermordet. Aber sie hat meine Äpfel geklaut. Ja, aber trotzdem tötet man sie damit. Also, wenn ich mich mal hier so umsehe in dieser Bibliothek, ja, da ist ja ganz schön viele Bücher, sehe ich da, über Äpfel. Die Person hier, die hat sich anscheinend schon länger mit Äpfeln auseinandergesetzt. Gibt es da ein Geheimrezept oder was? Worauf waren Sie hier aus? Ich wollte das geheime Apfelkuchenrezept haben. Aha. So sieht es also aus. Na gut, dass wir dann den Bösewicht gefunden haben. Aber sie wollte es mir nicht sagen. Herr Wassermann, was machen wir jetzt? Polizist ist nicht da? Sie waren der beste Freund hier vom Polizisten. Wie funktioniert denn sowas normalerweise? Was machen wir jetzt hier mit dem Metallmann? Also, wir können den Polizisten ja mal anrufen, aber ich glaube, ja, sie machen es so, dass sie erstmal drin bleiben und dann schauen sie weiter, ob da schon Verfahren laufen oder nicht. Und wenn dann halt freigesprochen wird, dann darf er raus. Also so hat zumindest mein Freund immer gemacht. Verstehe. Das klingt doch sehr gut. Ja, 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 ja. Ich denke, so werden wir das tun. Ich werde erstmal eine schöne Nachricht schreiben, was hier heute vorgefallen ist. Und wir warten einfach, bis der Polizist wieder zurück ist von seiner sicherlich sehr wichtigen Mission. Und ja, Herr Metallmann, da brauchen Sie gar nicht hier so hoch und runter springen an diesem Gitter. Da wird Ihre Flugfähigkeit nichts nützen. Sie dürfen sich hier so lange einmal in Ruhe ausruhen. Das war ungünstig. Ja, jetzt ist nämlich der Anzug kaputt, ne? Jetzt geht's nicht mehr. Einmal hier fast die Decke kaputt gemacht. So, und jetzt ist aber gut.
Jetzt Flugfähigkeit vorbei. Jetzt sind Sie mal auf den Boden der Tatsachen wieder zurück, würde ich sagen. Nein, das ist meine Identität. Ja, so kann es gehen. So, Herr Wassermann, was machen wir jetzt? Wir machen uns einen schönen Tag. Das klingt gut. Schreiben Sie einen Bericht und dann ja, gehen wir in den Pool und chillen ein bisschen. Sehr gut. Dann lassen Sie uns doch draußen einen schönen Pool suchen und verbringen da den Tag noch. Zeigen Sie mir den Weg, bitte. Hier ist mein geliebter Pool. Hier wurde ich zum Wassermann. Ah, das klingt ja auch nach einer spannenden Geschichte für ein andermal. Dann herzlichen Dank für Ihre Mithilfe beim Lösen dieses Falles. Wohl so richtig gelöst haben wir den ja nicht, aber wir haben das Schlimmste auf jeden Fall verhindert. Und ja, schauen wir mal, was der Polizist demnächst sagen wird. Jo. Tschüss, wir tauchen jetzt ab. Ja, vielen Dank nochmal für die Zusammenarbeit. Das hat ja gut geklappt. Also ich habe jetzt, was ich wollte, das leckere Apfelkuchenrezept. Wollen wir zusammen essen? Ja, also das ist natürlich sehr nett, dass Sie mir extra einen Apfelkuchen vorbeigeben. Sehr gern würde ich jetzt mit Ihnen einen Kuchen essen. Der sieht ja wirklich lecker aus. Ja? Wirklich Äpfel gemacht. Oh, da ist der Apfelkuchen. Oh, hallo. Ist der lecker? Das scheint ja richtig lecker zu sein. Und jetzt, wo wollen Sie damit hin? Ich kann nicht. Ja, wir sind ja auch in einem Wolkenkratzer. Da kann man ja nicht einfach. Was machen Sie denn hier mit meiner Einrichtung jetzt? Okay. Nun, ich schätze, das hat auch was etwas. Was machen Sie mit dem Kuchen? Oh. Was machen Sie mit dem Kuchen? Herr Wassermann, wo wollen Sie mit dem Kuchen hin? Das ist mein Kuchen. Oh, na gut, da geht er hin. Tja, ich schätze, jetzt haben wir hier ein Loch. Ich sehe da unten ganz tief. Herr Wassermann, schmeckt Ihnen der Kuchen? Hinterher! Tschüss, ja!